Das Technische Hilfswerk in Riesa hat seinen Stützpunkt noch am Verkehrslandeplatz der Stadt. Von hier aus rückten die Helfer zu zahlreichen Einsätzen aus. Auch die Ausbildung wurde hier in den vergangenen Jahren durchgeführt. Zukünftig wird das Technische Hilfswerk vom Riesaer Stadtteil Gröber aus agieren. Dort entstand ein neuer Stützpunkt. Notwendig hat sich der Umzug gemacht, weil die alte Liegenschaft, wo wir jetzt untergebracht sind, beim Flugplatz hochwassergefährdet ist. Wir haben schon zweimal gehabt, 2002, wie auch bei diesem Hochwasser, dass der Ortsverband seine Unterkunft räumen musste, weil eben Strom abgestellt wird, weil Wasser eindrang auf dem Gelände und notdürftig untergebracht worden ist. Die Planung für diesen Umzug heute, für diesen Bau dieser neuen Unterkunft, begann ca. 2007. Es ist ein langer Weg, ehe ein solches Gebäude, eine solche Unterkunft entstehen kann. Für den Ortsbeauftragten Danilo Fast und seine Mannschaft vor Ort wird sich damit in Zukunft einiges ändern. Die ersten LKWs konnten schon einmal in dem neuen Komplex auf der Kastanienstraße untergestellt werden. Ich hoffe, dass wir mit der neuen Liegenschaft, sage ich mal, auch wieder ein Stück weg die Motivation noch mal steigern können, die unsere Mitarbeiter aktuell haben. Natürlich durchs Hochwasser ist aktuell da ein ganz großer Kick drin. Und die Rahmenbedingungen sicherlich sind nicht mehr ganz so toll, wenn es darum geht, wie ist die Fläche hier beschaffen. Wir sind räumlich halt ein bisschen eingeschränkter als dort, wo wir bisher waren. Aber ich denke, das macht nichts. Man kann gucken, wo man halt, sage ich mal, neue Ausbildungsmöglichkeiten sieht, auch neue Ausbildungsräume sich suchen zum einen. Und natürlich auch die Kollegen von der Feuerwehr, die gleich nebenan sind, denke ich mal, gibt es ganz neue Synergien, auch was das Thema gemeinsame Ausbildung angeht, dass wir dort, denke ich mal, ein Stück auch weiterkommen in der Zusammenarbeit. Bis Ende September diesen Jahres werden die Helfer des THW Riesa brauchen, um an den neuen Standort voll einsatzfähig zu sein. Bis dahin wird im Ernstfall von beiden Stützpunkten aus geholfen.